Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von World of Tanks. Heute mal aus besonderem Anlass, mal wieder. Heute ist der Patch 8.3 erschienen, beziehungsweise gestern. Ich habe ihn mir heute erst runtergeladen. Und der hat die Neuerung, dass wir jetzt einen chinesischen Forschungsbaum dazu bekommen haben. Den schauen wir uns gleich mal an. Ganz oben ist er. Der ist zwar noch nicht ganz so groß. Also ziemlich linear, muss ich mal sagen. Also man hat später die Möglichkeit, auf mittlere Panzer und schwere Panzer zu gehen. Selbstfahrerfetten und Jagdpanzer sind noch nicht dabei, aber ich denke mal, die kommen später dazu. Rein von den Werten her lesen die sich schon mal so ganz gut. Also ich denke mal, es wird in der nächsten Zeit so eine kleine ja, Chinesenschwemme geben. Von der Menge her der Panzer. Mal sehen, wie die sich einfügen. Es gab ein paar kritische Stimmen in der Community und also die meinen, dass es halt, die sind zu stark irgendwo, aber ich denke mal, die werden mit der Zeit, wenn sie zu stark sind, auch wieder von den Werten so ein bisschen genervt, also heruntergesetzt und dass das irgendwie so ein bisschen in Waage bleibt. Wargaming.net ist ja bekannt dafür, dass die ja wirklich am Ball bleiben und wirklich viel patchen und updaten. Wir schauen einfach mal. Also ich sage mal, ich freue mich natürlich jedes Mal über einen neuen Forschungsbaum. Allerdings habe ich jedes Mal dann vor, diesen Baum auch zu spielen. Ist natürlich sehr mühselig, wirklich jetzt mal alle mal irgendwie anzuspielen. Also zumindest für die Let's Plays. Deswegen lasse ich das auch auf diesen Account. Wir werden uns heute allerdings mal den kleinen chinesischen Panzer mal anschauen. Einfach nur mal wegen der, ja, Aktualität. Das ist der Renault NC31. So einen ähnlichen gibt es ja schon auf der französischen Seite. Der ist allerdings noch ein ganz klein bisschen anders. Der hat hier ein etwas besseres Geschütz drauf. Und mit dem werden wir einfach mal ins Gefecht gehen. Was natürlich auch schön ist, man kriegt ja diesen Panzer ja einfach so in die Garage gestellt. Und wenn man ihn nicht haben möchte, hat man immerhin den Garagenplatz umsonst bekommen. Immer sehr wichtig für die Leute, die jetzt für Wargaming, Quatsch, für World of Tanks kein Geld ausgeben möchten. Und wir gehen jetzt einfach mal ins Gefecht mit dem Kleinen hier. Wahrscheinlich ist jetzt eine Chinesenschwemme. Na, es geht. Also, ich hätte mit mehr gerechnet. Die Map sind die Minen. Wir fahren den einfach mal wieder ins Dorf. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch relativ bald uns den Tier-2-Panzer leisten können. Schauen wir mal. Ich weiß jetzt nicht, wie viel freie Erfahrung ich noch habe. Die würde ich dafür nicht unbedingt ausgeben wollen. Aber wenn es jetzt vielleicht nur so ein paar Punkte sind, dann muss man mal gucken. Ja, sehr schnell sind die natürlich nicht. Fahren hier gerade mal mit 9 km/h. Aber egal, den Tier 1 Panzer hat man ja nie so lange. Ja, immerhin sind wir jetzt schon mal aus dem Kreis der eigenen Fahne raus. Ist ja schon mal was. Auf ebener Strecke, da erhöhen wir unsere Geschwindigkeit auf glatte 14 km/h. 15, wow. Aber gut, das ist ein Tier 1 Panzer und die sind ja egal für welche Nation, alle nicht so pralle bestückt. Ah, die Wäscheleine schafft er noch umzufahren. Der bleibt da nicht dran hängen. Das ist schon mal gut.
Ah, ich suche mir mal hier hinter dem Haus ein bisschen Deckung. Habe aber auch den da rechts schon mal im Auge. Also, ich dachte immer schon, der KV-1 ist lahmarschig. Aber der hier toppt noch alles. Viel langsamer geht eigentlich gar nicht mehr. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Hä? Ach, da stand noch einer. Na gut. Na gut, zwei Schuss, zwei Kills. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein besseres Ergebnis als mit dem KV-1. Ah, der ist sehr schwer hier zu erreichen. Wir haben sie übel erwischt. Kette beschädigt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Eine Kette abgeschossen. Wir stecken fest. Mist. Kette weg ist schlecht. Kette repariert. Weiter geht's. Ach, Mann. Oh, der eigene Stützpunkt wird erobert. Okay, ich werde mal zurückfahren. Allerdings bin ich halt nicht so schnell. Ich hoffe mal, ich kann ihn schon so ein bisschen auf die Entfernung erreichen. Oh, das sind gleich zwei. Ja, 9 zu 12, unsere Ausgangsposition sieht auch nicht so überragend aus. Aber noch ist nicht alles verloren. Ah, ich muss auf den so ein bisschen aufpassen. Ah, Gott, ist der lahmarschig. Das ist ärgerlich hier. Hapert's wirklich an der Geschwindigkeit. Hätte ja sein können, dass ich den nochmal treffe. Ja, schade. Das war eine Niederlage. Aber wir haben 148 Forschungspunkte, 1959 Kreditpunkte, 2 Kills haben wir gemacht. Schauen wir uns mal die Teamauswertung an. Ja, guter vierter Platz. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob ich mir den nächsten Panzer schon kaufen kann. Ich glaube, der war nur bei 150 Forschungspunkte. Ja, ist natürlich sind nur 2 Forschungspunkte, die ich von der freien Erfahrung brauche. Die würde ich einfach mal nehmen. Und ich verabschiede mich auch gleich wieder von dem neuen Panzer, von dem Renault NC31, mangels Stellplätze. Den verkaufe ich, die Mannschaft entlasse ich, das ist, hat ja keinen Zweck, die jetzt aufzuheben nach einem Spiel. Und dann haben wir wieder einen freien Platz in der Garage. Ich gehe in den Forschungsbaum und erforsche mir den VAE Typ B. Und kaufen tue ich mir den natürlich auch. So, das ist der hier. Hier nehme ich natürlich nicht die bessere Mannschaft, das ist Quatsch, weil im Prinzip den spiele ich vielleicht auch nur 4-5 Mal und dann könnte ich mir schon den Tier 3 Panzer kaufen. Also nehme ich hier diese 50% Mannschaft
Und Standardsmunition nehme ich jetzt auch noch nicht mit dazu, weil vielleicht kann ich hier mal einfach gleich mal eine bessere Kanone kaufen. Das mache ich auch mal. So, und jetzt gehe ich in die Garage. Schau mir den hier mal an. Auch ein kleines süßes Ding hier. Und jetzt munitioniere ich den mal passend auf. So. Ja, Himmelsdorf. Sehr schön. Ja, der Chi-Ha, das ist ein Tier-3-Panzer der Chinesen. Das ist eigentlich ein ursprünglich japanischer Panzer. Und ja, ich weiß nicht, warum der im chinesischen Forschungsbaum ist. Wahrscheinlich zählt er als Beutepanzer, verbesserter Beutepanzer oder irgendwie sowas halt. Das wäre auch nach diesem hier, nach dem Vickers MKE-Typ B, wäre das auch mein nächster Panzer, den ich mir holen würde für die Chinesen. So, einige fahren auf den Hügel. Das ist okay. Und ein paar fahren auch zur Fahne. Das ist auch okay. Das ist eine ganz gute Aufteilung momentan. Ich werde hier mal außenrum fahren. Einmal die Besatzung hier so ein bisschen wachrütteln. Schon dran oder ich probiere es einfach mal. Volltreffer. Dran komme ich. Hat nur nicht viel gebracht vom Schaden her. So, hier sind jetzt zwei Panzer. Dem fehlt die Kette. Panzerung nicht durchschlagen. Ah, zu früh. Mann. Ah, ich muss mal ein bisschen vorfahren. Von hier hinten bringt's nichts. Sie kann jeden Moment reißen.
So, einen haben wir. Ja, er lockt den anderen hier vielleicht ein bisschen aus der Ecke. Oder ich muss das machen. Wir haben sie böse erwischt. Jawohl. Genau, und der andere von uns übernimmt den Rest hier, hoffe ich mal. Sehr schön. Ich muss jetzt hier hinten aufpassen. Hier hinten steht noch einer, aber ich werde... Ach, das ist der letzte, sehe ich gerade. Da werde ich mir noch mal ein paar Eroberungspunkte schnappen, falls das noch möglich ist. Ja, viel waren es nicht mehr, aber es war ein Sieg. Und gibt eine Panzerbrechermedaille, 215 Forschungspunkte und 3348 Kreditpunkte. Ja, gut. So pralle war das persönlich jetzt gesehen nicht. Aber ist auch kein Wunder, das war halt eben das erste Mal in diesem Panzer. Jetzt haben wir 499 Forschungspunkte. 1300 bräuchte ich für diesen Chiha. Aber ich werde zumindest nochmal 30 Forschungspunkte in dieses Funkgerät investieren. Das ist es mir wert. Und ja, was kostet das? Nee, so viel werde ich hier nicht mehr rein investieren, weil im Prinzip der hier ist zum Greifen nahe. Und ich muss mal schauen, mein Hauptziel ist natürlich weiterhin der russische Forschungsbaum. Also da möchte ich wirklich erstmal ja, mein Hauptaugenmerk drauf richten. Nicht zu viel Geld und Forschungspunkte für andere Sachen verschwenden. Ich möchte natürlich hier in dieser KV-1S-Reihe natürlich weitergehen, das wisst ihr ja. Und vielleicht spiele ich nochmal zwischendurch zur Abwechslung den Chinesen. Ist ja auch immer langweilig, immer den gleichen Panzer zu sehen. Vielleicht spiele ich auch nochmal den Engländer, der hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Die Engländer generell sind gar nicht mal so schlecht. Und ja, wir müssen mal schauen, wie ich das in Zukunft mal so gestalte. Vielleicht mache ich immer mal ein Spiel mit dem KV-1S und ein Spiel mit irgendeinem anderen Panzer aus der Garage hier. Natürlich muss ich sehen, dass ich auch ein spiele, wo ich mal im Endeffekt auch eine Menge Forschungspunkte und Kreditpunkte farmen kann. Es bringt ja nichts, in jedem Spiel nur so, weiß nicht, 1000, 2000 Kreditpunkte zu verdienen. Dann brauchen wir ewig, bis wir hier auf unseren Tier 7 Panzer kommen. Aber wie gesagt, das werde ich mal so von Fall zu Fall entscheiden. Heute war es mal eine kleine Abwechslung durch den chinesischen Forschungsbaum. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Euer Talangs. Ciao.